Hallo Leute und willkommen in diesem neuen Video. Heute habe ich für euch einen Vergleich aller Dumbum P1 Varianten, die es zumindest jetzt noch in Österreich zu kaufen gibt. Mit dabei Dumbum Petada, die Dumbum 2G Plus, die Dumbum Middle und die Dumbum P1. Die Dumbum Petada, das ist eine 30 Stück Schachtel mit einer insgesamt NM von 6 Gramm verteilt auf 30 Stück. Wir haben hier trotzdem BKS enthalten. Die Dumbum 2G Plus ist eine typische 20er Schachtel mit 10 Gramm NM ungefähr. Das heißt, wir haben hier etwa 0,5 Gramm BKS pro Böller. Dann haben wir die Middle-Variante. Da schaut das Ganze schon anders aus. Da haben wir 50 Gramm NM, das heißt 2,5 Gramm pro Böller. Das heißt, die scheppern schon richtig. Und dann hier die Dumbum P1. Das ist die große Variante. Übrigens, Schallerzeuger Kategorie P1. Achtet darauf, dass eine deutsche Beschreibung und ein CE-Kennzeichen oben ist. Dann sind P1-Böller legal. Es sind aber keine Böller eigentlich. Es sind Schallerzeuger, gedacht für technische Zwecke. Ganz wichtig. Das ist die große Variante. Da haben wir 110 Gramm pro Packung. Das heißt, das ist die 5,5 Gramm Variante. Also die Teile heben sich wahrscheinlich von den Dumbum Middle nochmal ganz ordentlich ab. So, jetzt schauen wir uns die einzelnen Varianten nochmal kurz so an. Hier haben wir jetzt den Dumbum Petada, das ist die kleinste Variante aus der 30er Packung. Dann, so sieht der Dumbum 2G Plus aus. Standard Dumbum Design eben in diesem lilanen Seidenpapier. Nochmal, es ist alles legal, es ist Kategorie P1 Schallerzeuger. Dumbum Middle und hier der normale Dumbum mit der Aufschrift Middle und hier gar nichts. Genau, schauen ganz gleich aus die beiden. Und da ist aber auch nochmal wirklich ein großer Unterschied von allen eigentlich. Aber seht selbst. So, wir starten mit Dumbum Petada. So wie ein guter D-Böller war das bereits. 2G Plus. Boah, kein Vergleich. Ich würde mal sagen, so wie ein Funke D-Böller. Dumbum Middle. Unfassbar krass. Und als letztes Dumbum. Petada. Also Dumbum P1. Alter. Einfach brutal. Die drücken und zwar gewaltig. So, kurzes Zwischenfazit. Es geht gleich nochmal weiter mit weiteren Böller-Locations. Und zwar die Dumbum Petada und die 2G Plus sind auch nicht schlecht. Ich habe da schon eigene Testvideos auch abgedreht. Ich werde euch die mal unten verlinken. Jetzt in weiterer Folge werden wir noch die Middle mit den Dumbum P1, also mit den großen Vergleichen an mehreren Locations. Ich blende euch da jetzt noch ein paar Ausschnitte ein. Und dass man hier den Unterschied vielleicht noch ein bisschen deutlicher merkt zwischen diesen beiden. Das ist nämlich ganz interessant. Klar, die Dumbum Petada sind nicht so stark. Die 2G Plus sind so mittelmäßig, drücken aber schon ganz gut. Aber hier, da ist doch mal spannend, wie stark da, wie groß da jetzt der Unterschied tatsächlich ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Okay Leute, Dumbum Middle, es ist jetzt fast dunkel oder wir sind in der Dämmerung. Enormer Schall. Dumbum. Alter.
unnormal heftig, die Dinger. Alter Schwede. Heftige Dinger. Jetzt kommt der normale Dumbum. Gerade habe ich den Dumbum mittel gezündet. Alter Schwede. Leute, die Dinger drücken ordentlich. Und Dumbum mittel. Los geht's. Dumbum Pants, let's go. Alter. Na komm schon. Dumbum, P1. Ah, dieses Feuerzeug spinnt auch schon. Los geht's. Scheiße im Gras. Junge, Junge. Okay, Leute, kommen wir jetzt zum Fazit. Klarer Gewinner. Der große Dumbum in P1 mit den 5,5 Gramm NM. Er weicht hier von der Verarbeitung und vom Design her überhaupt nicht mit dem Mittel ab. Also wirklich komplett gleich sind die eigentlich. Aber der Dumbum P1 ist einfach durch seine erhöhte NM noch um einiges lauter und vor allem druckvoller und dumpfer als der Dumbum Mittel. Nochmal, es ist kein Silvesterfeuerwerk. Es handelt sich hierbei um Schallerzeuger, die für technische Zwecke gedacht sind. Es ist aber legal, da sie eine deutsche Beschreibung und eine CE-Kennzeichnung oben haben. Ganz, ganz wichtig, das muss drauf sein. Ja, natürlich kann ich euch die empfehlen. Sie sind einfach wahnsinnig laut. Dumbum, simply the best. Das gilt in dem Fall ganz klar. Aber ich würde sie mir jetzt nicht mehrmals kaufen. Ich verböller die nicht einfach so. Mir ist das zu laut, so auf Dauer schon. Das drückt. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, was der Unterschied ist zwischen den Böllern und wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!